Das sieht so cool aus einfach. Immer noch. Ja, dann schwimm doch! Guck doch, wie du schwimmst, Penner! Wiegt 30.000 Kilo und denkt, er wäre der Bademeister. Gut, Magdeburg, Erfurt. Okay, da müssen wir hin. Wenn mich das Ding weiterverfolgt, dann brezel ich das weg. Boah, wie die alle rot leuchten. Das nächste Mal hätte ich mein Zuckerrohr gezückt. Leute, ich habe echt einen scheiß Tag. Bitte lass mich nur. Ernsthaft. Okay, komm. Wer von euch? Wer von euch? Komm, komm, komm! Du, willst du es wissen? Okay, er will es wissen. Er wollte es wissen. Es tut mir echt leid. Ich hab versucht, ihn zu warnen. Er hat nicht gehört. Er hat mich angegriffen, ist einfach durchgedreht. Ich habe ihm nie was getan. Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Da ist doch klar, dass jemand so endet. Zusammengeschlagen auf der Straße. In Notwehr, möchte ich dazu erwähnen. So, jetzt müssen wir bestimmt trotzdem noch ein bisschen Zeug sammeln. Oder der Mann ist schon tot, ich weiß nicht genau. Wir haben uns ja versucht zu beeilen, aber hatten Probleme. Oh, oh. Du bist zurück. Hm. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Wer? Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Die schickt einfach eine Stammeskollegin in den fast sicheren Tod, nur um einen Toten die Ruhe zu ermöglichen. Was? Ich werde gehen. Leb wohl. Das macht doch gar keinen Sinn, das ist eine Verschwendung von Ressourcen. Also sei mir nicht böse, aber dann... Ja. Weil wir müssen ja eigentlich die Welt retten. Höre mein Gebet. Oh, was ist das denn? Ich knie vor dir voller Demut. Ja, dann halte mal die Klappe. Die will schlafen, die Urmutter. Guck mal auf die Uhrzeit. Und bitte um Kraft und Erkenntnis. Und ich bitte um Ruhe. Guck mal auf die Uhr. Der schnellste Weg nach unten. Mhm. Dann können wir auch gleich die Quest für den anderen machen, oder? Dann würde ich beide erledigen vielleicht. Und erst dann zurückkehren. Aber wenn wir die Nebenquests schön machen, ich glaube, Schmach und Schmerzen immer noch. Wenn wir die Nebenquests schön machen, dann kriegen wir noch ein paar XP, dann leveln wir noch ein bisschen, dann kriegen wir vielleicht nochmal, vielleicht haben wir Glück und kriegen dann so ein paar mehr Skills, als wir sonst kriegen würden, wenn wir einfach durchrushen würden. Abgesehen davon, dass ich eh immer ganz gerne, was wollt ihr denn? Dass ich immer ganz gerne auch die Nebenquests alle mache oder generell fast alles versuche zu machen, was es so gibt im Spiel. Nicht so schön aus. Ach, hör auf, dass das Ding da oben, nee. Da will ich mich doch verarschen. Muss jetzt wirklich nach da ganz oben? Seufzt.
Da patrouilliert wieder irgendwas. Das sind die Sägezähne, alles klar. Nein, ist ein Plünderer. Okay, also folgendes. Reicht das Seil? Von da nach da? Offenbar schon. Spontane Explosion. Selbstentzündung, großes Thema. Boah, sieht cool aus, wie das da oben beleuchtet ist. Ich weiß nicht genau, wo der andere ist. Wir werden sehen. Lagerfeuer entdeckt. Ach, da waren wir auch noch nicht. Okay. Und hier haben wir auch noch einen kleinen Trümmerberg. Alte Skulptur, was ist das? Ich versuche das Icon zu entziffern. Altes helles Armband. Ich weiß aber nicht, was die alte Skulptur ist. Wo ist der andere Plünderer? Ach da. Vielleicht können wir den einfach so auseinandernehmen. Einfach nur, damit wir ihn auseinandergenommen haben. Oh. Entschuldigung. Also gut, Planänderung. Hat's ja gesagt. Haben wir gemacht. So, zack. Dann einmal rüber. Wir müssen nach... da hinten irgendwo. Ich hoffe, das ist der richtige. Das sieht ja alles so. Da ist ein Weg. Wollte gerade sagen, ich hoffe, das reibt ein bisschen. Was genau reibt ein bisschen? Möchte ich das überhaupt wissen? Jetzt müssen wir nach da oben. War das nicht das Ding, was wir, das Dorf, was wir auseinandergenommen haben? War das nicht hier? War das? Oder täuscht das? So, einmal kurz das Feuer entzünden. Einfach nur, weil wir was gemacht haben. Entzündete Feuer sind besser als entzündetes Zahnfleisch. Das muss man einfach mal sagen. Wenn man die Wahl hat, sollte man immer das Feuer nehmen. Ich bin eingesperrt. Da hat wohl jemand ein Problem. Helf mir doch! Ja, ich komme noch schon. Boah, da hier oben ganz alleine eingesperrt sein. Hallo! Nicht so geil. Und dann wirst du noch geplündert. Aber ganz ehrlich, das ist einfach furchtbar. Ich hoffe, das passiert niemandem. Das eingesperrt sein geht ja noch, aber das Plündern aller Vorräte, die man so hat. Wenn da jemand kommt, das ist einfach nicht so nett. Ist da jemand? Warte kurz. Bitte, lass mich raus! So. Urmutter sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Das glaube ich nicht. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Sie haben ihn ja nun nicht getötet, aber egal. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Hat sie nicht unrecht. So, warte ganz kurz, noch ein Gespräch aufzwingen. Ich muss gehen. Schnapp sie, bevor es zu spät ist. Ja. Die Ausgestoßenen haben Spuren hinterlassen, das wollte sie gerade sagen. Drücke R1, natürlich, kennen wir schon.
Spuren. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig. Hier entlang also. So, ich glaube, ich hatte die Spurauswahl aufgehoben. Ich bin mir nicht sicher, habe sie vorher nicht gesehen. Wir folgen nun ganz normal. Nachts geht das zum Glück ganz gut. Kommen wir jetzt nicht wirklich in das Dorf, wo wir schon waren, wo wir alle ausgemistet haben? Ich bin mir nicht sicher. Es kommt mir alles so... Die Gegend kommt mir so bekannt vor, aber andererseits vielleicht ist einfach ein Berg wie der andere. Gut, hier entlang. Autsch! Jawohl! Schieß nochmal! Meine Pfeile sind alle! Die Ausgestoßenen, die die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Wundert mich jetzt nicht unbedingt. Pass auf, wir machen zuerst mal den Kleinen fertig. Den Dicken. Wir haben keine Gräser zum Verstecken, aber vielleicht ein paar Büsche. Bin mir noch nicht ganz sicher. Der hat zum Glück nicht auf uns abgesehen. Ja, jetzt hat er es auf uns abgesehen. Okay. Kinderspiel. Was mit dem? Was ist denn jetzt mit ihm? Kann es sein, dass er feststeckt? Okay, folgendes. Gegner umzingeln! Ja! So, warte. Hilfe! Alter! So. Das wird einfach. Das wird einfach. Jetzt mal auf. Sind ja richtig hilfreich, die anderen. Erledige es!
Na, Kollegen? Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt, er hat's nicht mal bemerkt. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Na, das hat doch gut geklappt. Wow, 4 Traumweide. Huiuiuiui, die waren bestimmt richtig fleißig immer. So, der Wächter. Und apropos Traumweide. Hier mal ein bisschen was. So, und jetzt müssen wir zurück. Ganz kurz, bevor ich hier zurückgehe. Wir müssen jetzt hierhin zurück und dahin geht's. Ach so, Verdoppelungszone Stufe 20. Da wären wir jetzt also. Da geht's also über den eisigen Pass. Alles klar. Cool. Ich wünschte, hier wäre kein Nebel, sondern man könnte einfach wirklich so weit gucken ohne Probleme. Das wäre schön. So, erstmal zu June. Dem soll ich schürf mir alles auf. Ja, ja, das halt aber wieder zu. Schorf ist dicker als Haut, denk immer dran. Hier ist die Traumweide. Bring sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern. Miteinander reden. Und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Sieh mal in den Spiegel, June. Eine Ausgestoßene hat dir geholfen, weißt du noch? Soll ich dich in deinen Schrank weisen? Ja, sieh mal in den Spiegel, er ist ja auch ausgestoßen, aber hier. Und doch hat dieses mutterlose Mädchen dich befreit und dir deine Traumweide wieder beschafft. Wärst du nicht so voreingenommen, wärst du nicht so einsam. Ich brauche niemanden. Dann gratuliere ich dir, John. Du hast dich selbst ausgegrenzt. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Außer mit mal sagen können, dass man inzwischen Sucher ist. Jetzt bereue ich auch nicht, die Kisten mitgenommen zu haben. So, begib dich zum Kaja Grenzfort. Ich glaube noch nicht, ich mache es bald. Aber wir haben noch eine Nebenquest. Und zwar, also zwei Nebenquests. Altes Waffenlager wohl noch nicht. Stufe 25. Ja, 3 Energiezellen. Die Waffenlager. Entschuldigung. Die Rache, eine Tochter, sprich mit Solai. Die wissen könnte, wo Nakoa hingegangen ist. Solai ist also ein Mädchen. Das haben wir schon immer gewusst. Dann gehe ich mal ganz kurz, hier, 430 Meter. Die gehe ich doch easy zu Fuß. Ich habe meine guten Croc-Sandalen an. Also, das sind französische Baguette-Sandalen. Croc. Ach, guck mal, da unten ist auch wieder alles aktiv. Wir sind alle wieder da, natürlich. Hoppa. Tja, das mit dem Respawn hat ja nicht lange gedauert. Jetzt sind sogar 4. Toll, danke, Spiel. Ich glaube, die sind so Hyänen, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber das ist, glaube ich, von den Geräuschen her
Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Nee, das machst du auch super. So. Dann sind wir auch schon gleich da. Dürfen wir hier nochmal schnell unseren Kräuterbeutel aufmischen. Und dann haben wir den auch wieder voll. Haben nicht so viel verbraucht. Also eigentlich inzwischen, das mit den Fallen ist echt super. Das mit den Fallen finde ich mega. Übrigens ganz kurz apropos Fallen. Hier. So. Wir sollten mal gucken, ob wir vielleicht bei größeren Maschinchen, wie denen da, Graser können wir glaube ich nicht, aber so einen Bullenkopf zum Beispiel, ob man den tamen kann. Das würde mich mal interessieren. Dann ist... Ob gerade diese Statue da geht. Oh, warte. So, hier rum. Wir sind ja eh gleich da. Da ist wieder so einer. Ach, das ist das. Hätte ich hier gleich hinlaufen können. Okay. Was ist hier wohl passiert? Nichts, da sind Leute. Okay, ich dachte, das wäre übernommen worden. Siedlung betreten, Mutterkrone. Und wir kriegen... Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier... Und wieder einmal warten neue Aufträge auf uns. Aber erstmal geben wir einen alten. Wo da? Ach, sieh an. Das ist der. Schneefall. Die Welt wird weiß. Wir waren doch hier schon mal. Und jetzt kriegen wir eine Quest auf einmal? Warum? Sag mal, und sie ist doch die Heilerin von eben. Okay. Solai ist er hier. Hey. Sie, meine ich. Sie, Entschuldigung. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Zum Tagturm? Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Es heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr. Aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Na gut, die Rache einer Tochter, soweit abgehakt. Ach, deswegen kriegen wir jetzt eine Quest. Verteidigung hält. Viel zu tun. Okay. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Hm. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Okay. Tagturm ist bitte wo? 1000 Meter.
Begib dich zum Tagturm. Haben noch eine andere Quest? Nee. Was war das? Warte mal. Hat mein Auge mich da gerade getäuscht oder nicht? Ich hab gerade irgendwas lila aufgeleuchtet. Nicht die beiden da hinten, sondern irgendwas anderes hat da lila aufgeleuchtet. Aber ich hab's doch gesehen. Hier hat definitiv irgendwas lila aufgeleuchtet. Ich weiß aber nicht was. Vielleicht war es auch nur ein Fehler, keine Ahnung. Okay, keine Ahnung, was es war. Vielleicht auch Hirngespinste. Vielleicht drehe ich ja langsam durch. So, Quests aktiv. Der Tagturm ist mir ehrlich gesagt zu weit entfernt. Die Rache einer Tochter ist gerade aktiv. Aufträge, Vorratsengpässe. Lanzenhorn. Ich würde dann das vielleicht erstmal machen. So, Lanzenhorn-Teile. Das wäre Nummer 1. Das ist da hinten irgendwo. Ich glaube, es ist ja ruhig durch, ne? Ja. Dann wollen wir uns mal einen Lanzenhörner wagen. Wir versuchen mal andere Sachen einzusetzen, wie zum Beispiel Seile und sowas. Der Stamm kann sich glücklich schätzen, sie zu haben. So, mit Seilen kann man die nur betäuben. Aber das wird die Verderbnis nicht aufhalten. Was denn? So. Hier lang? Ach, hier hinten geht's auch lang. Das muss man erstmal wissen. Alles klar, danke, liebe Wegfindung, dass du mich genau hier lang schickst. Das ist bestimmt eine tolle Idee. Lanzenhörner sehe ich jetzt nicht unbedingt. Oder sind das da Lanzenhörner? Jo, es sind Lanzenhörner. Alles klar. Das Problem in diesem Fall sind, glaube ich, nicht Lanzenhörner. Hohes Gras ist mein Freund. Das ist kein hohes Gras. Das ist nicht mein Freund. So, gucken wir mal seine Strecke an. Spur markieren. Wir müssen natürlich nah genug rankommen. Und ich sehe hier sonst kein hohes Gras. Das darf nicht wahr sein. Und ich glaube, Lanzenhörner sind auch nicht gerade die freundlichsten Wesen auf der Welt. Hier ist aber eine Schneeverwehung. Also eine kleine Kuhle. Die Maschine kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Ja, ich bin nicht. Du sollst sie auch nicht überbrücken. Hat keiner gesagt. Also auf die harte Tour. Das sieht so geil aus, wie die angreift. Entschuldigung. Ich bin schon ein kleiner Fanboy von den Viechern, aber die sind echt mies. Oh,
schön. Den hätten wir weg. Och, Alter. Das war so eine kleine Mammutaufgabe, aber es macht immer Spaß. Es macht echt immer Spaß, gegen die zu kämpfen. Problem ist nur, wo war denn jetzt... Wo war denn jetzt... Das Ding? Da. Kein Damage. Sehr gut. Steine sollten wir mitnehmen. Lanzenhornlinse. Da haben wir das. Sammle eine Lanzenhorn und dann Signalpfeile sollen wir auch noch wegbringen. Da irgendwo.